Moin, meine Freunde, jetzt wo wir reiche Leute sind mit unserem ganzen Gold. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Wir werden angegriffen von der dritten Wiederkunft. Die dritte Wiederkunft. Oh, so viel sind das nicht. Die kommen mit ihrer Kindergartengruppe. Ah, ihr habt doch gesagt, ich habe heute keinen Stick für Spielen. Mann, sollen die zur Spielgruppe bringen? So, wo sind wir denn hier? Da sind wir dabei. Das ist prima. Ja. Wo können die runter? Da runter. Die gehen da runter. Weil ich hier noch nicht den Weg gemacht habe. Okay. Warten wir mal ab, bis sie angreifen. Schön. Dann hat er das hier endlich gebaut. Ich würde aber jetzt mal mich aus dem Fenster hinauslehnen und sagen, ich setze schon mal die Leute hier drauf. Ja, genau, das dachte ich mir. So. Immer noch kein verstärktes Tor hingestellt. Dämlich. Egal. Ist genug Zeit zum Beten gewesen. Jetzt wird hier gekämpft. Kommt hier hin. Warte, die müssen dann da hoch, weil die Treppe da hochgehen müssen. Oh, ich habe hier noch keine Treppe. Okay, das ist gut. Dann können wir die hier abfangen. Gut, dass wir da oben noch keine Ziegel haben. Noch keine Zinn. Ah, die wissen nicht, was sie machen sollen. Wo sollen die hin? Und sie greifen an. Unser Holztor? Zum Teufel, das macht ja am wenigsten Sinn, aber okay. Greif unsere Mine an. Wenn es euch glücklich macht. Guck mal, wie hoch die Range auf einmal ist, dadurch, dass sie hier oben auf dem Ding stehen. Der erste Tod. Bam! Und jetzt überlegen die langsam, oh ja, da können wir angreifen. Und jetzt werden die alle erschossen. Bam! Schön, oder? Betrachten wir das Ganze mal aus der Sicht der Bogenschützen. Ihr seht, die Bogenschützen sind so die wichtigste Einheit in dem Spiel, wenn ihr verteidigen wollt. Aber wenn die eher aussieht wie ein kleines Mädchen. Dann zart auf hart, gut. Dann haben wir immer noch unsere Schwertkämpfer. Und die kriegen bessere Fähigkeiten. Da noch einen, dann hauen die ab. Da jetzt greifen die langsam das Tor an. Aber da das ein verstärktes Tor ist, hält das schon lange. Ach krass, die kämpfen bis zum letzten Mann? Nee, dachte ich mir schon. Tortur hat 4 Stunden gedauert. Gut. Schießen wir die. Boah, beide erwischt, ey. Lecco mio. Die kommen nicht weit. So. Gut, da habt ihr drüber gesprochen haben. Ich hab euch gar nicht gebraucht. Nächstes Mal lasse ich die Nahkämpfer einfach weitermachen. Also, dieser Turm war die beste Idee, die wir hatten. Und es ist gut, dass sie da lang gehen. Wir werden das hier lassen. Wir werden hier einen händischen Gang aufarbeiten. Ist das hier gerade dunkler geworden? Aber da bilde ich mir das ein. Toshi bringt was zum Zerlegen. Nein, fertig, Metallgegenstände an. Werden die hier weiterbauen.
Das hier wird unser Bergfried. Er wird riesig. Den machen wir bis hier ganz oben hin. Bis höher als die Himmelspforte zeigt. Das ist das Zeichen von Macht. Ein Zeichen von Reichtum. Eine schöne original deutsche Burg bauen wir hier. Made in Germany. Ja, gut, das hier sollte sich mal einer anschauen und vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen Kleber oder so oder irgendeine Masse da reinkleben. Vielleicht ein bisschen Knete, damit das hier nicht so schlimm aussieht. Gibt es denn jemanden, der hier das reparieren kann? Nee. Toshi, kannst du das reparieren? Ich kann das nur abreißen. Ich kann es nicht reparieren. Wie hart ist das denn bitte? Das heißt, ich muss jetzt abreißen und nochmal neu bauen, weil es beschädigt ist. Viel zu hart. Harter Tobak. Gut, jetzt haben wir hier auch schon mal den Gang nach unten. Kann gar nichts mehr schief gehen. Stopp, wer ist nicht am Schlafen? Junge, geh schlafen. Der muss immer noch mal vom Schlafen sich eine so eine schönen Burger reinhauen, ne? Ich weiß, wie lecker das ist, noch mal schön vom Schlafen gehen, Burger zu essen, aber der soll schlafen, nutzt die Zeit. Oh. Ich habe extra so einen Untersetzer und dann lege ich das Glas neben den Untersetzer. Aber sieh mal, frieren die alle. Nee. Innenbereich 7 Grad, okay. Eigentlich schon viel zu kalt, aber eins nach dem anderen. Das Stück Dach müssen wir noch machen. Doch Bewohner verhungern. Ja, die essen nicht vom Schlafen gehen. Bevor hier direkt die Küche unten ist. Hier kommt dann die große Halle. Vielleicht kann man auch überlegen, ob man zum Bergfried hier auch nochmal eine Tür macht. Auch gar nicht so dumm, die Idee. So. Sind hier schön am Spielen. Das ist gut, dass ich so viele Spielräume und Kirchen hingebaut habe. Den geht's dann wirklich gut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie hier durchdrehen. Und die haben immer den gleichen Tagesrhythmus. Ist das nicht langweilig, wenn man so viele Rituale hat? Was meint ihr? Könnt mal gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr auf Rituale morgen steht. Oder ob ihr sagen würdet, Toshi, weißt du, Rituale... Manchmal mache ich einen Ampelmann, vorher nicht, nachdem ich aufgestanden bin. Manchmal mache ich Liegestütze, bevor ich aufgestanden bin. Und manchmal trinke ich Kaffee aus einer Milchkanne. Ja, gut, wenn das ist, was ihr macht. Und ihr sagt, ihr macht immer was Neues, ja gut, freue ich mich. Also unter Dach gibt dem auf jeden Fall Produktionsschmälerung. Aber wenn ich kein Dach hinmache, sage ich, wie es ist. Im Regen hat er dann noch weniger Produktionstempo. Ich habe lieber 100 konstant, auch wenn es regnet, als dass ich das Ding nicht anmachen kann, weil es regnet. Er muss verbrennen. Guck mal, wie viele Leichen hier am Tisch liegen. Ich habe hier noch die alten Leichen von letzter Schlacht. Jetzt habe ich hier schon wieder welche. Komm, wir brauchen mehr, mehr davon. Wir müssen noch mehr Scheiterhaufen bauen. Krass. Jetzt habe ich hier verstärkte Türen? Ne, normale. Ja, aber bitte, wenn die das unbedingt kaputt machen wollen. Ich will denen nicht im Weg stehen. Die werden halt nur sterben, wenn die das machen. So, jetzt mache ich hier noch zwei.
Werkstattfenster. Und den können wir auch ohne Dach lassen, wenn ihr wollt. So, dann machen wir den ohne Dach und dann können wir sagen, ja gut, Toshi, hast dein Bestes gegeben, ist voll cool, machen wir so. Machen wir so. Kommt hier keiner dran oder warum bauen die das ein Ding nicht fertig? Wo bist du denn dran? Ja, egal wo dran bist, mach das hier. So. Wir können jetzt harte Rüstung machen. Sollten wir auch mal ein paar Schilde machen, oder? Ich brauche wahrscheinlich Stahl dafür. Und wofür brauche ich Stahl? Kann ich alles aus Stahl machen? Gucken wir mal. Die geht aus Eisen. Gut. Dann müssen wir halt ein bisschen weniger Stahl dazu tun. Und zwar bist du, sagen wir mal, 50 Stahl hast. Was habe ich gesagt? Für immer? Solange die... unter 90 Grad oder was sind? So. Wenn die unter 90 Grad sind, dann sollen die verbrannt werden. Kalkstein, Kalkstein, haben wir noch Kalkstein? Ja, ein bisschen. Oh, jemand so ein Scheiterhaufen, wir haben doch hier noch Holz. Der Fonger? Ne. Nehme ich auch keine Rücksicht, wenn die Leute immer sagen, ich verhungere. Ich habe mehr als genug Essen. Wir haben sogar hier gesamte Festschmaus. Sogar üppige Mahlzeiten. Richtig gute üppige Mahlzeiten. Und ich habe noch 1200 Karotten im Lager. Also ihr könnt mir nicht sagen, die würden hier verhungern. Da nehme ich auch keine Rücksicht drauf. So. Das machst du noch, bevor du schlafen gehst. Und du? Schläfst? Und du? Okay, ist was. Dann bau das hier fertig. Ist das Eis ausgegangen? Jetzt ist das Eis hier so warm und dann schmeckt er nicht mehr. Naja, das sind die Luxusprobleme eines jeden Mannes. Können wir ja hier mal überlegen, hier mal eine anständige Wand einzubauen. Auto gespeichert. Dann ist das unsere Schlafhalle. Da sind 10 Plätze auf jeder Etage. Bedeutet, ich habe jetzt 20 Schlafplätze für 20 Leute. In dieser Burg passen 20 Leute rein. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und ich finde, die Burg sieht langsam unglaublich schön aus. Auch wenn ich nur einiges bauen muss. Weil hier anscheinend Holz fehlt. Stahl haben, Metall haben wir. Wir haben bald Stahl. So, apropos Stahl.
Alles, was unter 90 ist. So, ein Topfell. 40 Metall und das ist ein Kettenhemd. Ich habe überlegt, die Nahkämpfer werden die schweren Rüstung tragen und die Fernkämpfer die leichte Rüstung. Weil das ja auch die Bewegung beeinträchtigt. Schilde haben die nur den Holzbuckel. Deswegen werden wir da überlegen, was wir was Besseres zu machen. So, Rüstungsmacher. Topfhelm. Und zwar, wie viele Leute haben wir? Nahkampf. Was ist denn Helm? Auch den Helm. Du machst auch den Helm. Du machst auch den dicken Helm. Ich kann auch eine eigene Gruppe machen. Machen wir aber auch noch. So, auf jeden Fall, das sind 1, 2, 3, 4, 5 schwere Helme, die wir jetzt bauen. Und dann haben wir genug leichte Helme, die die Bogenschützen tragen können. Was? Ich dachte gerade. Was? Ein Goldhelm? Wie geil wäre denn ein Goldhelm, bitte? Das ist unser goldener Ritter. Wie cool ist das denn? Okay, ich lasse einen Helm aus Gold machen. Und dann bin ich gespannt, ob der Goldhelm irgendwie andere Fähigkeiten hat. So, jetzt sind wir hier. Da haben wir ja schon gesagt. Okay. Wir brauchen noch die Schmiede. Ah! Der erste Stock vom Bergfried ist fertig, Freunde. Dann können wir jetzt den Keller graben für die Schmiede. Ich hatte überlegt, die Treppe hierhin zu machen, dass sie hier so runter geht. Ich glaube, dass das aber eine blöde Idee ist. So Bauchgefühl. Ihr macht das mal jemand? Beten? Du kannst beten, während du hier den Kalkstein abreißt. Mia, Dio. Guck mal, wie schön das hier immer aufgeht, das Doppeltor. Habt ihr gesehen? Jetzt können wir den hier graben lassen. Da liegt schon der nächste bereit. Oh je. Sind nicht mehr so viele Leichen, wenn wir die alle dann weggebrannt haben. So, wegen Regen haben die 25%. Und du? 100% Produktionstempo, weil du in einem freien Raum bist. Ist voll okay. Achso. Schön. Reinhold ist erschöpft. Ja gut, den habe ich diese Nacht nicht so viel schlafen lassen. Ach, wie viele Zweige wir denn hier haben. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem ganzen Leder machen soll. Baumaterial. Wofür brauche ich denn Baumaterial Leder? Ne, da ist gar nichts, was Leder braucht. Anonymes Grab. Ach, wie cool. Da kannst du so richtige Sarkophage machen. Ah, weißt du was? Wir bauen eine Gruft hier hin. Wir bauen eine Gruft für unsere Toten. Wenn wir da die Gruft bauen, muss ich mir überlegen, wo ich dann...
Irgendwo muss es ja noch einen Lagerraum geben. So. Wir untergraben hier einmal quasi die ganze Festung. Und dann wird das hier eine Schmiede und das hier wird eine Gruft. Und da kommen dann die Toten. Ich glaube gar nicht, dass wir so viele Grabstellen brauchen für die Toten. Ah, wir machen eine unterirdische Gruft. Wie cool ist das denn hier aus Kalkstein? Können wir so Sarkophage bauen? Das ist so ein Grab. Guck, die können wir auch hier drin bauen. Das hier. Ach echt, wir können sogar einfach ein anonymes Grab in die Bude rein? Nee. Und du machst jetzt die Türen? Das ist eine gute Idee. Ich gebe dir aber einen Tipp. Geh schlafen. Und Theodorik? Geh schlafen. Marcel mit den Lümmeln. Ich muss sie zwingen zu schlafen. So, Tag vorbei. Autospeichern. Efeu hat hier nichts zu suchen. Hier könnte man noch Fackeln hinbauen. Und so Schilde. Um den Gange zu dekorieren. Müssen wir mal schauen. Boah, die Toten geben so viel Asche. Ihr wisst gar nicht, wohin damit. 4000 Asche. Halleluja. Was soll ich machen? Soll ich hier ein Loch buddeln, wo ich die ganze Asche hinwerfe? Ach, hier haben wir eins. Aha. Gute Idee, machen wir ein Loch und werfen die Asche da rein. So, wie es jetzt weitergeht, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Tashi und ciao.